Herzlich willkommen bei unserer Diskussionsveranstaltung, wir haben gerade im Vorfeld geklärt, also wir haben es genannt, Social Entrepreneurship trifft Gemeinwohlökonomie, und wir sind schon darauf gekommen, wie viele unterschiedliche Begriffe mit unterschiedlichen Sinn es sozusagen im Deutschsprachigen gibt, aber darauf werden wir noch kommen. Die OECD hat dieses Jahr im Frühjahr eine Empfehlung dazu veröffentlicht bei ihrem Ministertreffen, um Mitgliedsländer in Europa, aber auch darüber hinaus, OECD-Mitgliedsländer zu motivieren, die Sozialökonomie, die Sozialwirtschaft und Social Entrepreneurship zu stärken. Die deutsche Bundesregierung ist auch gerade dabei, eine nationale Strategie dafür auszuarbeiten. Und wir bewegen uns natürlich in einem Umfeld im deutschsprachigen Raum, in der es eine ganz starke Tradition der Sozialwirtschaft gibt und gleichzeitig neue Tendenzen, die wir heute auch vertreten haben. Also, das wird eine spannende Sache. Gleich wird meine Kollegin Nathalie Lächelt, die diese Arbeit verantwortet in Paris, uns einführen in das Thema. Aber danach haben wir ein interessantes Panel, die da uns noch mehr Einblicke daraus in in diesen Wirtschaftszweig, jung und alt, vermitteln kann. Aus Österreich, Wien zugeschaltet, Reinhard Milner, der Leiter des Social Entrepreneurship Centers an der Wirtschaftsuniversität Wien ist. Herzlich willkommen. Rahel Pfister vertritt den Verband Social Entrepreneurship in der Schweiz. Peter Zuhr ist sozusagen der Vertreter der traditionellen Sozialwirtschaft heute. Er ist Leiter, Geschäftsführer der Caritas-Trägergesellschaft Mauritius in Magdeburg. Sehr herzlich willkommen. Und ich glaube, Beatrix Strauch-Leutner, die im BMWK, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimapolitik, die Sozialwirtschaft verantwortet, ist jetzt auch da. Das heißt, wir können loslegen, Nathalie, und du hast das Wort. Vielen Dank, Nicola. Dann teile ich direkt mal meinen Screen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt alle, Sie können es jetzt alle sehen. Ja, herzlichen Dank an das Berlin-Zentrum für die Organisation dieser Panel-Diskussion. Wie Nicola schon gesagt hat, haben wir im Juni mit der Ministerial in Paris unsere Empfehlung zur Sozial- und Solidarwirtschaft und zur sozialen Innovation verabschiedet. Und um eine Einführung heute zu geben, wollten wir noch mal kurz darlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen der Social Economy, der Sozialwirtschaft in Europa, um einen Kontext zu bieten für diese Diskussion, die sich dann nachher anschließt. Um das zu tun, würde ich noch mal ganz kurz auf den Themenbereich, und wir müssen es jetzt nicht definitorisch kleinreden, aber ich werde jetzt das Wort, den Begriff Sozialwirtschaft benutzen. Das umfasst für die OECD Vereine, Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Stiftungen und auch Sozialunternehmen. Und diese Organisationen schaffen in vielen Bereichen menschenwürdige und hochwertige Arbeitsplätze. Das schaffen sie in bestimmten Sektoren vor allem. Das heißt, die Sozialwirtschaft in vielen Ländern der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus, beschäftigt sich vor allem mit Arbeit in Sektoren, die essentielle Services bereitstellen, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, aber auch in den Haushaltsservices und in Pflegeservices. Und diese Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen werden, sind in vielen Stellen auch resilienter als andere. Da kommen wir später nochmal darauf zurück. Die Sozialwirtschaft bietet auch die Möglichkeit, kollektives Unternehmertum zu schaffen, da sie sich auf Werten wie der Gegenseitigkeit, der Kooperation basiert und Organisationsformen wie eben Genossenschaften auch demokratische Strukturen mit einbinden in die Art und Weise, wie gearbeitet wird und wie dann auch Entscheidungen getroffen werden. Wir haben über vergangene Krisen hinweg auch gesehen, dass das zur Resilienz dieser Organisationsstrukturen beiträgt. Das heißt, in 2007, 2008 sind eben Genossenschaften in Italien, in Portugal und in Spanien, aber auch andere Organisationen der Sozialwirtschaft, während andere Teile der Wirtschaft zusammengebrochen sind oder sich reduziert haben, stagniert sind, gewachsen, größer gewachsen. Und das hat den Vorteil dann gehabt, dass insbesondere Gruppen, die in diesen Organisationen tätig waren, Arbeitsplätze erhalten haben und auch zum Wohlstand von insbesondere peripheralen Regionen beigetragen haben. Sozialwirtschaftliche Organisationen unterstützen vor allem marginalisierte Gruppen.
Das können in unterschiedlichsten Bereichen Flüchtlinge, Migranten, Frauen, junge Menschen, ältere Menschen sein, die eben durch Organisationen wie zum Beispiel Work Integration Social Enterprises, also Eingliederungs-Sozialunternehmen, auch Möglichkeiten haben, Arbeitskräfte zu integrieren, die vielleicht sonst Langzeitarbeitslose wären oder die andere Handicaps haben. Und die Sozialwirtschaft unterstützt die grüne und digitale Transition als solche durch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, durch die Art und Weise, dass Wirkung voransteht. Und Wirkung steht in dem Kontext eben für eine Triple Bottom Line, sagt man auf dem Englischen. Da geht es dann um den Planeten, um Menschen und um Profit, aber nicht nur eines vor dem anderen. Wenn wir uns das dann auf europäischer Ebene mal anschauen, dann wissen wir, dass 10% der Unternehmen in Europa Sozialunternehmen sind und circa 6,2% der europäischen Erwerbsbevölkerung bei Sozialunternehmen arbeiten. Wir wissen auch, dass mehr als 60% der Arbeitskräfte in vielen Ländern, und dazu gehören dann auch Österreich, die Schweiz und Deutschland, sind die Arbeitskräfte Frauen. Das bedeutet, die Sozialwirtschaft trägt schon durch die Schaffung von Arbeitskräften zu einer größeren Integration von Frauen in das Arbeitsumfeld bei. Wir hören aber gleich auch noch ein bisschen mehr darüber, was das bedeutet für die Gleichstellung von Frauen in dem Kontext der Sozialwirtschaft. Und zuletzt wissen wir auch, dass die Sozialwirtschaft ein großes Interesse bei jungen Menschen herstellt. Und wir wissen zum Beispiel über Daten des Global Entrepreneurship Monitor, dass 28% aller Sozialunternehmer unter 34 Jahre alt sind. Das bedeutet eben auch in einem Kontext, in dem diese Zahl für konventionelle Unternehmen geringer ist, dass das ein attraktives Pool ist, dass es aber auch mit Hand in Hand geht mit der Tendenz junger Menschen, Wandel schaffen zu wollen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Warum ist das jetzt für uns relevant? Also ich werde Ihnen jetzt ein paar Graphen zeigen, aber letzten Endes ist das nur, um das Ganze zu illustrieren. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, das Ganze hervorzuheben. Aber wir wissen ja, dass im Kontext Deutschlands, der Österreichs und der Schweiz vielleicht wir in manchen Fällen besser dastehen, zum Beispiel in der Gleichberechtigung an Arbeitsmärkten als in anderen OECD-Ländern. Aber es gibt immer noch Arbeitspotenzial und gerade die Sozialwirtschaft und gerade Sozialunternehmen haben das Potenzial, da aktiv mitzugestalten. Und wenn wir jetzt uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass da vor allem auch noch eine Integration von Frauen in eine Vollzeitarbeitsverhältnis hinein wichtig sein könnte. Das heißt, wir sehen, dass unterhalb der ca. 10% des OECD Average an einer ungleichen Verteilung von Arbeitsmarktzugang eben auch ein großer Teil dann in Deutschland und in Österreich und der Schweiz noch gemacht werden kann. Und das eben dazu, wie gesagt, diese Arbeitsmarktteilnahme schon wichtig sein kann, aber dass es darüber hinausgeht. Das heißt, wir wissen, dass der Gender Gap in Employment, also in Beschäftigung, aber auch in Wages in der OECD noch relativ groß ist. Und da kann eben die Sozialwirtschaft zustande helfen. Und das kann sie tun, indem sie es erlaubt, Frauen eine Erwerbsbeteiligung zu steigern. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass in Deutschland und in der Schweiz in dem Non-Profit-Bereich in Deutschland und in Österreich im Non-Profit-Bereich über 70% der Erwerbsbeteiligten Frauen sind. In Sozialunternehmen ist die Zahl bei über 60% in Deutschland und Österreich. Und wir wissen auch, dass innerhalb der Strukturen von Sozialunternehmen Frauen einen höheren Anteil der Führungspositionen einnehmen. Das heißt, wir haben dann über 10% über 10% Punkte höheren Anteil in der Teilnahme an Führungspositionen in Deutschland und in Österreich. Und wenn wir das Ganze dann weiterdrehen, dann wissen wir eben auch, dass diese Art und Weise zu schaffen, in der die inklusiver ist, die Frauen mit hineinbringt, eine andere Art und Weise mitbringen kann, dass Unternehmen resilienter sind, dass Unternehmen innovativer sind am Markt, dass Unternehmen einen größeren Return of Investment haben, aber eben, dass auch nachhaltigere und andere Art und Weisen, in Unternehmen zu führen, mit reinspielen. Gleichzeitig gibt es die Frage von jungen Menschen, die Sozialunternehmen und Social Economy Organizations eben mit anbringen. Wir wissen, dass über die letzten, seit den 80er Jahren, diese Gabe gekippt ist. Wir hatten eine höhere Anzahl von Leuten, von Menschen in Armut, unter den älteren Menschen bis in die mit 80er Jahre hinein. Und dann, wenn wir das anschauen, bis in die späten 2010er, 2018 hinein, dann hat das Ganze sich umgedreht. Und jetzt stehen vor allem junge Menschen und zunehmend jetzt eben auch mit der Covid-Krise und zusätzlichen Krisen, das wird sich weiter verstärken, in der Situation, wo
die Armut höher ist, wo aber auch die Integrierung in Arbeitsmärkte und in Bildung höher ist. Und wir können dann vielleicht später auch nochmal darüber hören von den Kollegen, wie das ausschaut, was das für einen Unterschied macht für junge Menschen. Sie haben bestimmt heute auch die Studie gesehen, die in Deutschland dazu publiziert wurde, zu jungen Menschen in Deutschland, wo das eben auch dafür sorgt, dass junge Menschen in Deutschland Schwierigkeiten haben, sich zu projizieren auf die Zukunft mit den multiplen Krisen, in denen sie gerade bestehen. Und auch dort können Sozialunternehmen und die Social Economy helfen. Wir wissen, dass von OECD-Arbeit und vom Global Entrepreneurship Monitor, dass 45% junger Menschen unternehmerisch tätig sein wollen. Wir wissen auch, dass junge Menschen soziale Wirkung realisieren, wenn sie ihre Karriereentscheidungen machen und in Europa und in Nordamerika sogar das Ganze dem voranstellen, was finanzielle Kompensierung angeht. Auf der gleichen Stelle wissen wir auch, dass die Angestellten in Sozialunternehmen und der Social Economy und in der Sozialwirtschaft fehlen werden in der Zukunft, die gerade Arbeitsplätze halten, aber auch die essentielle Services zur Verfügung stellen, die eben mit den ganzen Themen zu tun haben, die wir vorher gehört haben. Und wenn wir dieses Thema kippen wollen, dann müssen wir junge Menschen unterstützen, in diese Arbeitskräfte rein, in diese Arbeitsplätze einzutreten und auch diese Agenda, die junge Menschen haben, um eine bessere Zukunft zu gestalten, mit voranzutreiben. Wir haben dazu einen Bericht veröffentlicht. Ich gehe jetzt nicht im Detail auf die politischen Empfehlungen ein, aber ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig. Und gerade im deutschen Kontext sehen wir da auch viel Aktivität. Unter anderem wissen wir von einem 2020er CENT-Studie zum Social Entrepreneurship Monitor eben damals, dass ca. 40% der antwortenden junge Menschen in den Führungspositionen von diesen Unternehmen saßen. Und wie gesagt, wir haben 28% soziale Unternehmer, die eben westeuropaweit auch junge Menschen sind. Ein anderes Thema ist dann Informalität, die Social Economy helfen kann. In Europa und in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sind die Zahlen von undeklarierten und auch von informellen Arbeitskräften jetzt nicht ganz so hoch wie in anderen Regionen. Aber wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen damit, dass gerade in Bezug auf Services, die ums Haus herum passieren, eine sehr hohe Anzahl an Menschen in undeklarierten Arbeitsverhältnissen steht in Deutschland zum Beispiel. Und da kann eben auch wiederum die Sozialwirtschaft helfen und insbesondere auch Personen mit einem Migrationshintergrund und Personen, die eben Geflüchtete sind, stehen oft vor einer Schwierigkeit, in formelle Arbeitsmärkte einzutreten. Und heutzutage kann eben die Sozialwirtschaft, können Genossenschaften und die Art und Weise, es zu organisieren, dem helfen. Es gibt da unterschiedliche Pfade, die Sozialwirtschaft bringen kann, um eine Formalisierung der Arbeit herbeizuführen. Aber ich glaube, ich kann auf zwei Themen insbesondere eingehen. Das heißt, die niedrigeren Eintrittsbarrieren für die Gründung von sozialwirtschaftlichen Organisationen. Es ist einfacher, in vielen Kontexten sich zusammenzuschließen, gemeinsam etwas zu gründen und vielleicht eine Genossenschaft zu gründen, gemeinsam eine Kooperation zu gründen. Ich glaube, wir werden da bestimmt auch nochmal von Kollegen hören, dass es da doch viel Barrieren gibt. Aber diese Art und Weise, dann dadurch nicht alleine dazustehen und sich gemeinsam zu engagieren, ist eine Art und Weise, die Sozialwirtschaft eben bilden kann. Und Organisationen der Sozialwirtschaft erleichtern den Zugang zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Viele von denen sind aktiv in der Ausbildung von Flüchtlingen oder von Migranten. Viele von denen sind tatsächlich aber auch dann in der Lage, das weiterzuspinnen. Da werden Sie von uns auch noch mal mehr hören, aber wir haben zu dem Themenbereich zum Bericht zu gründen veröffentlicht. Und dann als letzter Punkt gibt es die Frage der Gig-Economy, der digitalen Gig-Economy. Wir haben steigende Zahlen digitaler Plattformen und auch dort stellt sich dann immer wieder die Frage der Qualität der Arbeitsplätze und die Verwaltung von personenbezogenen Daten, die dort erfasst werden. Und gleichzeitig bietet bisher die Gig-Economy, bieten diese ganzen digitalen Plattformen relativ wenig Arbeitsschutz. Und Plattformgenossenschaften, die in der Art und Weise wie Genossenschaften außerhalb des Digitalen das organisieren und die dann aber gleichzeitig eine offene Art und Weise und eine demokratische Art und Weise der Entscheidungsfindung für die Mitarbeiter, aber auch für die Nutzer vorantreiben, können dabei beitragen, können kollektives Eigentum der Plattformen, der Daten herstellen und dafür sorgen, dass sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für alle Beteiligten vorangestellt wird. Und dazu bedarf es eben dann klarer rechtlicher Rahmenbedingungen. Ich hoffe, wir hören dann von den Kollegen dazu nochmal und der Produktion von Daten und Zusammenarbeit. So, jetzt habe ich Sie ein bisschen einen Rundumschlag von dem, was wir bei der OECD gerade machen, was wir seit 25 Jahren auch schon tun, gelangweilt vielleicht, aber auch Ihnen was hoffentlich was beigetragen zur Diskussion. Wir sind natürlich nachher auch gerne da für irgendwelche Fragen, die noch anstehen. Aber warum wir heute hier sind, sind vor allem auch, um zu feiern, dass in einer Zeit von einem historischen Momentum um die Sozial- und Solidarwirtschaft und soziale Innovation, auch weil sie nötig ist, die OECD eben letzten Juli auch eine
eine Empfehlung veröffentlicht hat, die dazu beitragen soll, ein gemeinsames Verständnis der Sozialwirtschaft zu schaffen, während gleichzeitig nationale und lokale Traditionen dabei anerkannt werden, die dazu beitragen soll, förderliche Rahmenbedingungen für diesen Kontext zu entwickeln und die dazu beitragen kann, Arbeitsplätze zu schaffen, Widerstandsfähigkeit, die die Sozialwirtschaft gezeigt hat und die Nachhaltigkeit, die sozialwirtschaftliche Arbeitsweisen haben, hervorzuheben. Gleichzeitig ist die Sozialwirtschaft oft sehr lokal verankert. Und durch das, was wir hier tun, können globale Ansätze genutzt werden, um das Ganze lokal anzuwenden, um das Ganze weiterzubringen. Und dort sind wir eben auch seit, wie gesagt, seit den späten 90ern aktiv. Wir waren die erste internationale Organisation, die eine Definition hatte, sind aber jetzt nicht alleine. Die ILO hat auch eine Resolution verabschiedet im Juni diesen Jahres. Letzten Dezember hat die Europäische Kommission einen Social Economy Action Plan verabschiedet. Und wir stehen alle gemeinsam da und wollen unterstützend tätig sein für Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft, für Länder, die in diesem Bereich aktiv sind. Und ich lade Sie gerne alle ein, die Empfehlung auch mal anzuschauen. Ich mache jetzt noch ein letztes Slide auf, bevor wir in die Diskussion gehen, um Ihnen nochmal zu zeigen, was sehen wir denn als die neuen Säulen der Sozialwirtschaft. Und wie gesagt, wir arbeiten da schon sehr lange dran. Über die letzten Jahre hinweg haben wir einen ökosystemischen Ansatz benutzt auf unserer Seite, aber ich glaube, Sie werden das jetzt auch nochmal hier sehen und hören, der an unterschiedlichsten Bereichen ansetzt, der anfängt mit der Kultur der Sozialwirtschaft, der dann aber auch bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen beleuchtet, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen auslegt, wie man das gestalten kann, der Möglichkeiten zur Vermittlung von Finanzmitteln darlegt, die in unterschiedlichsten Ländern angewendet werden, den Zugang zu öffentlichen und privaten Märkten zeigt und so weiter bis hin zur sozialen Innovation, das ein Themenbereich ist, der jetzt eben erst aufkommt. Wir haben viel Arbeit dazu geleistet, viel mit der Europäischen Kommission und bieten eben auch ein Tool an, ein digitales Tool zur Messung von unterschiedlichen dieser Themen. Und wir werden jetzt weiter daran arbeiten, dieses Toolkit mit einer informellen Expertengruppe, die wir aufgesetzt haben, und zwar letzte Woche, als Teil unseres Komitees, weiter zu vermitteln und Ihnen dann allen ein digitales Toolkit zur Verfügung stellen zu können. Wir co-kreieren das, also wenn Sie daran interessiert sind, da involviert zu sein, dann können Sie sich gerne auch an uns wenden. Und damit danke ich Ihnen und wünsche Ihnen eine sehr, sehr interessante Diskussion. Ich bin auch weiterhin im Chat verfügbar und freue mich, an Nicola zurückzugeben. Ja, herzlichen Dank, Nathalie. Und natürlich ziehen wir dich auch in die Diskussion mit ein. Und vielleicht, also es ist schon ein reger Chat hier entstanden im Übrigen. Und vielleicht können wir doch noch mal ein bisschen in die Begriffsklärung gehen. Weil jetzt schon einige Fragen dazu aufkamen. Einmal, du hast gesagt, die ILO hat selber eine Resolution dazu, auch die Europäische Kommission. Und die Frage wäre da vielleicht ein bisschen, sind denn die Definitionen von Sozialwirtschaft, Social Economy da alle kongruent? Da kam nämlich schon auf, Sozialwirtschaft im Deutschen, das ist ein kleiner Gegensatz, weil es da eher um, ich habe es so verstanden, Familienunternehmen geht. Ich habe es vielleicht falsch verstanden. Also einfach mal Begriffsklärung. Die internationalen Initiativen, sind die Begriffe kongruent und was ist es genau und was ist es nicht? Da kam nämlich auch eine Frage nach Genossenschaftsbanken, die ja auch eine gewisse Gemeinwohlorientierung haben. Warum sind die nicht dabei? Wir orientieren uns an den nationalen Definitionen. Das heißt, was ich jetzt gezeigt habe, ist eine Übersicht dessen, was die OECD dazu versteht. Aber wir wollen dann auch nicht restriktiv sein, weil deswegen kommen wir dann auch auf die Frage zurück, die dann im Chat aufkam in Bezug auf die Zahlen, weil tatsächlich die Traditionen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wir sind an einem Schritt, obwohl wir schon lange alle daran arbeiten, das ist immer noch dabei, sich definitorisch zu klären. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kriterien und die sind gleich mit der Europäischen Kommission und auch die von der ILO. Das hatten wir letzte Woche in unserem Launch von der Recommendation, den wir letzte Woche offiziell nochmal gemacht hatten, auch gehört. Es ist kongruent, es deckt sich gegenseitig. Wir sitzen an unterschiedlichsten Stellen an. Die OECD ist auch vor allem orientiert dahingehend, einen Konsens zu schaffen international, so eine Mindestdefinition dessen, was denn die Social and Solidarity Economy sein kann. Und ja, also ich glaube, da bestehen auch im deutschen Kontext eben Begrifflichkeiten wie Sozialwirtschaft, die vielleicht anders konnotiert ist, wo wir noch daran arbeiten. Was wir aber sehen, ist, gerade Social Entrepreneurship scheint ein Thema zu sein, wo viele eine ähnliche Definition haben, aber wo es auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Verständnisse gibt dessen, was ein soziales Unternehmen ausmacht, ob das bedeuten muss, dass es 100% seines Profites wieder investiert in seine sozialen Nutzen, während in Strukturen, die vielleicht auch aus dem Non-Profit-Bereich kommen, solche Fragen eben schon ganz, ganz lange geklärt sind. Was macht für uns eine Social-Economy-Organisation aus? Ist vor allem eine Organisation, die eben Menschen und den Planeten den Profit voranstellt, die sich Werten wie der Solidarität und der Gleichheit,
Berechtigung und der Mutualität verschreibt, also die Gegenseitigkeit. Und dementsprechend sind wir dahingehend dabei, mit den Ländern zu arbeiten und haben auch gerade für juristische Formen, weil dort eben auch immer noch Unklarheit besteht, und ich glaube, das können die Kollegen viel, viel besser noch sagen, auch in diesem Jahr schon im April einen Bericht herausgebracht. Und wir hoffen, dass da viel mehr noch kommt und dass da diese Diskussion gestartet wird. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja, wobei ich auch feststelle, ich bin jetzt verwirrt, was die Begriffe angeht. Aber Frau Strauch-Leutner vom BMWK, Sie arbeiten jetzt ja auch gerade an einer an einer nationalen Strategie für Sozialunternehmen. Ich hoffe, da habe ich jetzt den Begriff richtig beleuchtet. Vielleicht können Sie da einfach mal sagen, wo Sie daherkommen, was für Sie Sozialunternehmen sind, also was die sozusagen Begriffsklärung in Deutschland, aber vor allen Dingen Motivation. Warum brauchen wir so eine Strategie? Sehr schönes Lächeln von Frau Strauch-Leutner, aber ich glaube, sie ist im Moment, hängt das Bild. Jetzt sind Sie da. Jetzt kann ich mich auch nicht verstehen, ja? Ja, ein schlechtes Lächeln. Ja, ich höre auch im Moment, die alle immer sehr abgehackt. Ich hoffe, bei mir ist es nicht auch so extrem. Da versuche ich etwas langsamer zu sprechen. Ja, guten Tag, erstmal in die Runde. Ja, ich komme hier aus Deutschland, aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wir haben ja seit Neuestem auch eine grüne Leitung. Aber nicht nur seitdem beschäftige ich mich ja auch im Hause mit dem Thema Social Entrepreneurship konkret, aber jetzt auch eben mit der Erarbeitung der nationalen Strategie für Sozialunternehmen. Und ja, dass die Begrifflichkeiten, die sind für uns natürlich genauso eine Herausforderung wie für alle. Wir haben aber auch ganz bewusst von einer eigenen abgesehen, weil wir der Auffassung sind, sobald man etwas definiert, grenzt man automatisch auch aus. Das heißt, dass wir auch Unterschiede machen, wann man wirklich eine Definition braucht. Und wir beschreiben das im Grunde auch so, wie es Frau Lächelt auch gerade beschrieben hat. Wir orientieren uns da zum einen am EU-Aktionsplan für die Sozialwirtschaft, aber gleichzeitig auch an der Social Business Initiative. Und für uns ist es eben ganz wichtig, dass die Unternehmen gesellschaftliche Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln lösen, dann mindestens 50% ihrer Gewinne auch reinvestieren, dann für unsere Förderprogramme, die wir jetzt derzeit gerade auch entwickeln, gehen wir bei der KMU-Förderung davon aus, dass also mindestens 50% aus am Markt erwirtschafteten Einnahmen aus Dienstleistungen und Produkten stammen sollen, damit eben die Abhängigkeit von Stiftungen und Spendengeldern nicht so gegeben ist, falls dann diejenigen sich zurückziehen oder die Mittel auch weniger werden, damit sie nicht direkt wieder in Schwierigkeiten geraten. Also davon, von den Definitionen oder Schwierigkeiten gehen wir jetzt derzeit aus, und wir haben jetzt also auch eine Strategie für Sozialunternehmen und soziale Innovationen, weil eben, wie Sie ja eingangs auch schon sagten, die Sozialwirtschaft ja doch sehr Akteure auch hat, wozu dann eben bei uns im Hause, beim BMWK, auch die Genossenschaften zählen, auf die wir also auch in der nationalen Strategie einen sehr großen Fokus legen werden. Und die Wohlfahrtsunternehmen als Organisationen, die kreieren natürlich auch soziale Innovationen. Ja. Frau Strauch-Leutner, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber Ihr Ton ist so schlecht. Wollen Sie mal versuchen, das Video auszustellen? Vielleicht geht es dann besser. Gerne. Okay, Moment. Augenblick. Dann machen wir das mal gerade aus. Okay. Und vielleicht dann abrunden jetzt, weil wir Sie leider auch ganz schlecht verstehen können. Ja, okay. Ich gucke mal gerade. Augenblick. Frau Strauch-Leutner, mache ich mit den anderen weiter, und dann kommen wir noch mal auf Sie zurück nachher mit einer Frage zur Strategie und Ihrer Vorgehensweise. Herr Zur, Sie entschuldigen Sie. Herr Zur, Sie vertreten ja die traditionelle Sozialwirtschaft. Sie leiten die Caritas in Magdeburg.
Und was mich interessieren würde, also es gibt eine große Tradition für Gemeinwohlökonomie oder Sozialwirtschaft in Deutschland und dann eben auch diese neuen Unternehmen, die ich mal Social Entrepreneurship nennen, hier vielleicht von Frau Pfister besonders zu vertreten. Und mich würde interessieren, gibt es da Interaktion zum einen und sehen Sie auch den Bedarf, eine Strategie auszuarbeiten, die Sozialwirtschaft noch besser zu unterstützen, oder ist eigentlich der Rahmen da, weil es eben diese lange Tradition gibt? Sie müssen sich noch freischalten, das Mikro dazu. Hören Sie mich jetzt? Ja, aufgrund der Systematik des, losgelöst jetzt von der Begrifflichkeit her, da kann man lange drüber streiten, Sozialwirtschaft, dann werden auch immer Wege gesucht nach Sozialwesen und Gesundheitswesen, um dann dieser Problematik des Begriffs ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es ist so, dass wirklich, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe im Vorwege, in Deutschland ja wir eine Sozialwirtschaft haben, indem wir mehrere Trägergesellschaften und Trägersysteme und Strukturen haben. Wir haben einmal die kommunalen Bereiche, einmal die ökonomischen Bereiche, also die privaten Anbieter und dann eben die traditionellen, sogenannten traditionellen kirchlichen, gemeinnützigen Einrichtungen im Bereich Sozialwesen. Und insofern ist diese traditionelle Ebene schon immer, wie es auch eben im Vortrag kam, darauf zielgerichtet, ja sinnstiftend die Aufgaben zu lösen, weniger profitorientiert. Ich kann nur aus der Praxis berichten, ich habe eine Trägergesellschaft mit über 2000 Mitarbeitern. Wir haben 90 Standorte im Bistum Magdeburg und insofern ein großer Träger. Unsere Gewinne bleiben im Unternehmen und die benötigen wir auch dringend, um eben auch die Investitionen, die dann wieder anliegen, zu finanzieren beziehungsweise im Wettbewerb auch zu bestehen zu können. Und insofern halte ich es für immens wichtig, dass wir die Sozialeinrichtungen wirklich als Basis nehmen, eben auch perspektivisch gesehen, das Sozialleben und das Sozialwesen in der Gesellschaft, in den einzelnen Staaten zu behalten. Ich bin, wie gesagt, Caritas ist nun eine christliche oder katholische Institution und sind intrinsisch schon mal immer positiv und optimistisch. Und insofern sehe ich, obwohl sie natürlich viel kämpfen müssen, optimistisch in die Zukunft. Wenn ich mir die jungen Leute anschaue, bei mir auch, wie gesagt, über 2000 Mitarbeiter, gehen mit einer ganz anderen Emotionalität auch in die Arbeit rein, ein ganz anderes Engagement. Das ist wirklich spannend. Auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich bin doch schon etwas älter und habe also insofern wirklich eine Bandbreite bei mir in den Mitarbeitern, die ist wirklich spannend. Und wenn ich mir die jungen Leute anschaue, wie gesagt, gehe ich mit einer viel stärkeren, positiven, optimistischen Sichtweise in diesen Bereich Sozialwesen rein, muss ich ehrlich gestehen, erst noch vor 10, 20 Jahren. Da hat sich wirklich was getan. Und wenn wir dort die jungen Menschen unterstützen, glaube ich, werden wir auch die zukünftigen Herausforderungen, die kommen, ja, die eigentlich schon da sind, noch viel stärker in Angriff nehmen können. Ich sage mal nur das Thema Personalsituation, Personalnot. Die haben wir natürlich im sozialen Gesundheitswesen genauso immens. Ich glaube, wir haben in Deutschland momentan 80.000 offene Stellen im Pflegebereich. So, und die müssen wir eben, ich sag mal auch, ja, nach außen hin darlegen und darstellen, wie positiv diese Tätigkeit ist. Und das ist leider durch diese ganze Corona-Geschichte auch so ins Negative gekehrt worden, dass wir dringend da auch, denke ich, nach außen hin eine andere, ich sag mal, Personalmarketing-Strecke aufbauen müssen. Ja, herzlichen Dank. Reinhard Millner,
Also wir hatten ja auch so ein bisschen von, also jetzt nicht, also auch von den traditionellen Sozialunternehmen gesprochen, aber eben auch Social Entrepreneurship, also sozusagen das Gründen in diesem Bereich. Auch Nathalie hatte das ja genannt. Wie geht das zusammen? Sind das so auch jetzt mal in Österreich oder auch von mir aus die europäische Perspektive, sind das eher noch so zwei abgeschottete Bereiche oder ist das gut verzahnt? Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für die Frage, aber auch gleich vorweg für die Einladung und die Möglichkeit, hier mitdiskutieren zu können. Sind das zwei Tanker oder Silos oder ist das ein Tanker und ein Speedboat? Das sind so Metaphern, die da öfter benutzt werden. Also jetzt auf Österreich umgelegt, kann man sagen, dass die Sozialwirtschaft als solches eine recht lange Tradition mittlerweile hat, recht groß auch ist. Also zum einen, wenn es um die großen Wohlfahrtsverbände, nennt man das in Deutschland, also die großen Sozialorganisationen geht, dann haben die eine große Tradition auch immer Stellen von und zur Verfügung stellen von sozialen Dienstleistungen. Und eben seit 10, 12, 15 Jahren unter dem Label des Social Entrepreneurships, des sozialen Unternehmertums, gibt es halt viele, nicht zwingend junge, aber junge Initiativen im Sinne von junge Organisationsgründungen, die versuchen auf unternehmerische Art und Weise ein soziales Problem, das ihnen am Herzen liegt, zu adressieren und zumindest einen Beitrag zur Lösung herbeizuführen. Und jetzt hat sich in Österreich zum Beispiel in den letzten 10 Jahren eben durchaus ein Ökosystem entwickelt, das diese Bestreben, diese Intention auch unterstützt auf ganz unterschiedlichen Ecken und Enden. Was wir aber schon noch sehen, ist so ein Stück weit eine Fragmentierung oder man verbleibt so ein bisschen in seinen Communities. Ja? Also was gut wäre und das empfehlen wir in aller Regel auch, um nicht zu sagen, wir predigen es, ist das Engagement und die Ideenkraft vieler junger Initiativen und Unternehmensgründungen im Sozialunternehmerbereich zu nutzen und das Ganze auch ein Stück weit als Ideenlabor für die Gesellschaft zu verstehen. Ja, und das aufzugreifen ist etwas, wo es, glaube ich, auch gut wäre, in Kooperation mit den etablierten, großen, gemeinnützigen Organisationen, Sozialorganisationen zu tun. Weil was die in aller Regel haben, sind Strukturen übers ganze Land verteilt, wo, wenn so eine Innovation funktioniert, ein bestehender Prototyp vorhanden ist, dass auch gute Möglichkeiten sind, diese Innovationen auch zu verbreiten oder wie man das üblicherweise nennt, zu skalieren. Also abzuschließen, ja, da ist noch ein bisschen, da gibt es noch eine gewisse Demarkationslinie, also auch so ein bisschen die Etablierten haben eine Zeit lang geschaut, was machen die Jungen da und ist das jetzt relevant und wichtig. Aber die auch zu durchbrechen und da stärker in die Kooperation zu gehen, wär etwas, was ich als Bild für Österreich hier anbieten kann. Ja, das war auch bei dem Titel so ein bisschen so genannt, aber ich sehe schon, es gibt viel Diskussion darüber, was die verschiedenen Begriffe überhaupt bedeuten. Also uns ging es darum zu sagen, wieder die ältere, die traditionsreichere Sozialwirtschaft, gemeinnützige Wirtschaft, eben wie die zusammenwirken kann, auch mit dem, was wir so unter Social Entrepreneurship begreifen. Ralf Pfister aus der Schweiz, dort hatten wir im Vorgespräch gesagt, ist das vielleicht noch nicht so, zumindest nicht auf der politischen Landkarte, ein Ökosystem gibt es vielleicht. Dazu würde ich gerne ein bisschen was hören, aber vielleicht auch dazu, zu dieser Idee von Nathalie, die da gesagt hat, ja, die meisten Beschäftigten in Sozialunternehmen, in der Sozialwirtschaft sind Frauen. Und vielleicht kann das ja auch dazu beitragen, so Geschlechterlücken bei der Beschäftigung ein bisschen zu schließen. Habe ich ein kleines Fragezeichen dazu und du kannst auch noch was dazu sagen, Nathalie, denn ich frage mich, verdient man denn in der Sozialwirtschaft auch so gut wie in der Wirtschaft, die man eindeutig nicht so bezeichnen würde? Oder geht es eben darum gerade nicht, weil es ja viel mehr um Sinnstiftung auch geht und Lösung sozialer Probleme? Also ja, danke vielmals auch von meiner Seite für die Einladung. Es sind große Fragen. Vielleicht noch ganz kurz einfach zur Klärung.
Ich vertrete SENS, Social Entrepreneurship Schweiz, und es war jetzt ja viel die Diskussion um die Begriffsklärung, und ich glaube, es sind schwierige Begriffe, die auch in den verschiedenen Ländern auch ein bisschen unterschiedlich irgendwie eine Tradition haben. SENS selber konzentriert sich jetzt auf den Begriff Social Entrepreneurship, und ich glaube, dazu einfach für uns ist es nicht so, dass das entweder alt oder jung oder traditionsreich oder Startup ist, sondern es geht lediglich darum, dass wir uns um die Sparte des Entrepreneurships kümmern. Also eben, ich glaube, von allen Organisationen, die hier jetzt irgendwie zur Rede stehen, haben wir alle miteinander gemeinsam, dass es um die positive gesellschaftliche Wirkung geht. Also die Institutionen gibt es nur, weil sie im Zweck diese Wirkung adressieren. Sie wollen etwas beitragen. Die einen machen das vielleicht mit öffentlichen Geldern, andere machen das eben mit dieser wirtschaftlichen Tätigkeit, Produktion von Dienstleistungen und Gütern. Und wir im Spezifischen vertreten jetzt eben genau diese, also die als Entrepreneurs nur wirtschaften, weil sie eines oder mehrere der gesellschaftlichen Herausforderungen adressieren wollen. Einfach das zur Begriffsklärung. Ich glaube, es gibt sehr wohl auch solche, die das sehr traditionsreich schon lange tun, wie eben Genossenschaften, aber auch AGs. Also auch dort glaube ich, das geht in allen Rechtsgefäßen, das geht auch als Startup. Also einfach, das ist das, was wir jetzt als SENS vertreten, Social Entrepreneurship. Und jetzt die andere Frage wegen der Frauen, wegen Verdienen und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich sehr spannend. Wir haben jetzt auch gerade unseren zweiten Social Entrepreneurship Monitor der Schweiz publiziert. Und wir haben zum zweiten Mal gesehen, dass tatsächlich im Management 47% Frauen vertreten sind und dass 10% mehr sind als im Schweizer Durchschnitt. Und das freut mich doch sehr, oder? Also es zeigt irgendwo, Frauen sind da auch am Steuer. Und es zeigt sich auch, dass 19% keine nachobligatorische Ausbildung haben. Natalie hat jetzt einen anderen Begriff genannt, aber wir meinen damit eben, es sind auch Leute tätig, die nicht eine universitäre Ausbildung haben. Und das sind doch auch 7% mehr als im Schweizer Durchschnitt. Also von daher denke ich, sehr wohl kann man sagen, auch im Social Entrepreneurship zeichnet sich ab, dass es dort mehr Richtung Inklusion geht und Diversität. Und dann vielleicht noch zur letzten Frage, ein bisschen die Verbindung der verschiedenen Strömungen. Ich finde es ganz wichtig, immer zu betonen, ich glaube, es braucht alle. Es wäre auch anmaßend zu denken, dass jetzt plötzlich irgendwie Social Entrepreneurs mit ihren wirtschaftlichen Modellen Aufgaben übernehmen können, die vorher vielleicht von diesen klassischen gemeinwohlorientierten Unternehmen geleistet wurde. Ich glaube, das ist absolut nicht der Fall, sondern ich denke, es ist wirklich eine Ergänzung, die aber, wie wir auch schon gehört haben, in der Praxis noch nicht so stark verzahnt ist. Oder? Ich glaube, was wirklich jung ist am Social Entrepreneurship, sind die Verbände wie zum Beispiel Wir und SEND oder SENA in Österreich, dass es eben Meta-Organisationen gibt, die dieses Gedankengut bis auf die nationale Ebene sichtbar machen wollen, vielleicht als Gegenpol zu den klassischen KMU-Verbänden oder so. Das, glaube ich, ist wirklich jung. Das andere, glaube ich, ja, das wird sich jetzt ergeben, oder so. Frau Strauch-Leutner, ich will es unbedingt noch mal mit Ihnen versuchen und hoffe, dass der Ton jetzt etwas besser ist. Vielleicht können Sie eben noch mal Einblicke sehen, wo Sie den größten Strategiebedarf, also manchmal ist eine Strategie ja auch nur, besteht da drin, Dinge zusammenzuführen, aber vielleicht auch Reform- oder Veränderungsbedarf geben. Sind die Finanzstrukturen so, wie sie sein sollten, um es Sozialökonomie zu erlauben, zu florieren? Also kann da noch mehr passieren, um dieses Potenzial, diesen Willen der Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, der Leute, die dort beschäftigt sind, besser zu nutzen, um ökologischen, sozialen Zielen mehr zum Durchbruch zu verhelfen? Ist es das, wo Sie so ein bisschen... Ja, ich hoffe jetzt, vielen Dank. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ja, ist besser. Ja, wunderbar, gut, dann lasse ich auch die Kamera aus. Ja, erstmal, ich kann dem, was Frau Pfister gerade gesagt hat, also vollkommen und komplett zustimmen. So sehen wir das Ganze auch.
Und wir haben jetzt Ansatzpunkte eben auch bei einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen klassischen oder traditionellen Unternehmen und Sozialunternehmen oder wie sie jetzt bei uns genannt werden, gemeinwohlorientierte Unternehmen. Wir darüber hinaus werden wir auch Förderprogramme, die bisher nur auf gewerbliche und nicht gemeinnützige Unternehmen abgestellt werden, öffnen. Wir versuchen ebenfalls auch Finanzierungsinstrumente passgenauer für gemeinnützige und eben wirkungsorientierte Startups auch entsprechend zu konzipieren, vielleicht sogar ein neues Finanzinstrument aufsetzen. Und dabei werden wir auch verstärkt europäische Strukturfondsmittel einsetzen, genauer gesagt also den europäischen Sozialfonds. Wir haben auch darüber hinaus vor, auch den rechtlichen Rahmen, insbesondere möchten wir die Schlechterstellung gemeinwohlorientierter Unternehmen und Startups gegenüber der klassischen Wirtschaft reduzieren oder am besten ganz abschaffen, zum Beispiel bei der Vergabe, der öffentlichen Auftragsvergabe, indem wir einfach auch öffentliche Auftraggeber mit der klassischen beziehungsweise insbesondere gemeinwohlorientierten Unternehmen zusammenbringen, damit die gegenseitig das Potenzial kennenlernen. Darüber hinaus werden wir auch vorhandene Gründungs- bzw. Unterstützungsstrukturen wie Kompetenzzentren oder Inkubatoren und Hubs miteinander vernetzen, damit wir auch insbesondere in den ländlichen Raum und in strukturschwache Regionen dort Sozialwirtschaft, insbesondere auch eben Start-ups auch fördern können. Also wir haben also einen recht großen Strauß. Wir haben gerade 5 Workshops seit letzter Woche im Rahmen einer Konsultation auch durchgeführt und auch eine Online-Konsultation. Und da sind auch die Felder eben, das A und O ist überall, was hier auch schon angesprochen wurde. Die Sozialunternehmen brauchen einfach mehr Anerkennung und Sichtbarkeit. Sie sind eben, genau wie Frau Pfister es gerade sagte, keine Konkurrenz, sondern es ist eine ganz wichtige Ergänzung, und von denen man lernen kann und umgekehrt auch klassische Unternehmen, die sind ja nicht nur Kapitalisten und bösartig, wie man das ja manchmal auch so ein bisschen vorurteilhaft dann unterstellt. Und umgekehrt, wir haben deswegen auch das Wort gemeinwohlorientiert mit reingenommen, weil genau das, ja, dieses Sozial, dieser Begriff bei uns im Deutschland also sofort immer mit Wohlfahrt verbunden wird. Und das ist ein Teil der Sozialwirtschaft und ein ganz wichtiger. Aber eben die Wirtschaft, gerade die Sozialunternehmen, die sind eben auch in der Ressourcenschonung, in Material- und Kreislaufwirtschaft tätig, also wo man sie gar nicht vermutet. Und da müssten wir sie einfach mehr sichtbar machen, einfach auch durch Zusammenarbeit zwischen traditioneller und sozialunternehmerischer Tätigkeit. Ja, da will ich gleich mal einhaken, Herr Zuhr, mit Ihnen, denn da hier kam auch noch von Gerhard Müller, es wäre doch toll, wenn jetzt die etablierteren Organisationen der gemeinwohlorientierten Wirtschaft auch noch den Startups mit ihren Ideen, die ja auch dazu beitragen sollen, also sie haben gemeinsame Ziele, ein bisschen mehr zum Durchbruch zu verhelfen. Und er war aber der Meinung, dafür sind sozusagen ihre internen Strukturen manchmal nicht so ausgelegt. Also das ist auch was wir in einem anderen Kontext oft besprechen, dass also zumindest der Staat mit seiner Auftragsvergabe eigentlich viel mehr jungen, innovativen Unternehmen zum Durchbruch verhelfen könnte. Sehen Sie da Potenzial für sich oder wenn Sie andere Rahmenbedingungen hätten, könnten Sie das dann noch besser machen, mit dieser Social Entrepreneurship-Szene zusammenzuarbeiten? Na, auf alle Fälle. Das ist ja nun das Thema schlechthin, Digitalisierung. Und aber da denke ich, ist es ziemlich wurscht, ob das gemeinnützig ist oder kommunal, privat. Das Thema ist ja A und O, wie werden, ich sag mal, Digitalisierung refinanziert. Es ist immer wieder blöd, das darauf hinzuschieben, aber es ist nun mal so, es kostet alles Geld und die Refinanzierung ist das A und O. Und die Gemein- oder die traditionellen, das Wort allein mag ich nicht, weil Caritas ist natürlich auch sehr innovativ, weil wir haben natürlich ganz viele Start-ups-Firmen in unseren Geschäftsfeldern agierend, weil wir natürlich genauso gucken und auch
das und durchsetzen wollen, dass wir Digitalisierung gerade im Sozialbereich und gerade weil wir auch in der Fläche agieren, müssen wir digital sein, weil die Infrastruktur ja auch nicht gerade so vorteilhaft ist, müssen wir Digitalisierung in der Fläche auch umsetzen. Und da haben wir ganz sehr konstruktive und tolle Zusammenarbeit mit Start-ups-Firmen. Aber nochmals, es fällt natürlich einem schwer, solange eben diese finanziellen Situation ist. Und die bisherigen Gemeinwohlorientierten ist ja immer das Thema. Der Kirchentarif ist ein sehr, sehr guter Tarif. Das wissen alle. Es werden alle eine sehr gute Vergütung sein. Also insofern stehen wir da auch im Wettbewerb. Das ist natürlich schön. Aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, wie wir dann die Innovation finanziert bekommen. Also Sachkosten und Personalkosten müssen dann irgendwie wirtschaftlich erkennbar sein. Und da haben wir natürlich im Wettbewerb auch, nämlich die kommunalen Häuser mit rein und die frei gemeinnützigen, stehen wir im Wettbewerb zu den Privaten. Und das ist eben immer wieder diese Problematik, die wir haben. Und insofern sehe ich es gar nicht anders kommen. Wir müssen als Sozialunternehmen, Sozialeinrichtungen zusammenkommen, weil wir eben auch gemeinsam dann eben die Refinanzierung erarbeiten müssen. Und da gibt es also schon eine intrinsische Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Und insofern halte ich es für unerlässlich, Thema Startups, Digitalisierung aufzubauen. Und das ist also ein A und O-Thema bei uns. Thema alles Digitalisierung ist Geschäftsführungsebene, um da eben auch weiterzukommen. Aber da denke ich, sind wir gerade in den letzten Jahren auch wiederum, man kann ja über Corona schimpfen, so viel man will, aber Corona hat im Bereich Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen einen Riesenschritt gemacht. Also zumindest sind wir da aufgefordert. Aber da ist noch viel Luft nach oben, gar keine Frage. Ja. Herzlichen Dank. Nathalie, also weil ihr euch ja, ihr arbeitet ja mit unterschiedlichen Regionen und Ländern zusammen. Kann man denn sehen, dass es schon Länder gibt, die einen besonders guten Rahmen haben für Sozialwirtschaft, Social Entrepreneurship? Also ich meine, es liegt nicht nur an unserer geografischen Anordnung, dass wir in Frankreich auch sitzen, dass das so ein bisschen unser Steckenpferd immer zu sein scheint. Aber in Frankreich funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Frankreich hat ein Staatssekretariat für die Social and Solidarity Economy und ist tatsächlich auch war in der Lage, 2014 ein Gesetz zu verabschieden, das dann dazu geführt hat, dass unterschiedliche juristische Formen, aber auch Stati, denen dann andere Unternehmen, mit denen andere Unternehmen dann auch Vorteile erfahren können, die Sozialunternehmen, die vielleicht eine Kooperative sind oder anderes, eben dadurch die Möglichkeit hatten, auf Steuerkürzungen zurückzugreifen, auf spezielle Fonds zurückzugreifen und auf die Vergabe von öffentlichen Verträgen. Und ich glaube, da kommt es dann auch wieder zurück auf das, was die Frau Strauch-Leutner sagte. Die Schwierigkeit ist, also der europäische Rahmen ist zum Beispiel seit 2014 in der Lage, Kriterien anzuwenden für die Vergabe von öffentlichen Verträgen, die qualitativ sind, die sozial sind, die auch bestimmte Gruppen bevorteilen und eigentlich nicht de facto, aber die bestimmten Gruppen das sichern können, und das wird unterschiedlich stark angewendet, und Frankreich ist da so ein bisschen der Vorreiter. Was aber in Frankreich einfach der Fall ist, ist, dass Frankreich auch ganz lange schon die Zahlen dazu erfasst. Frankreich ist einer der detailliertesten Erfasser von Zahlen über die die Social Economy. Weil sie diesen Status eben haben, können sie relativ schnell über ihre Register gehen und sagen, okay, und das sind alles Teile der Social Economy. Dann kann ich wissen, wie viele Frauen dort arbeiten, wie viel Umsatz gemacht wird, wie groß der Anteil am GDP ist. Es sind 10%, was die Notwendigkeiten sind, was eben auch die Zugangsschwierigkeiten sind und so weiter. Und solche Aktivitäten gibt es in anderen europäischen Ländern, auch in Spanien zum Beispiel. In Spanien gibt es ein Ministerium für die Arbeit und die Social Economy, das auch sehr aktiv ist, das auch Daten aus existierenden Registern erfassen kann auf diese Art und Weise. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass es in der Schweiz einen Kanton gibt, das relativ aktiv ist. Das Kanton de Genève hat einen relativ aktiven Verband, der sich dessen auch inspiriert und der eben auch ganz aktiv ist. Also das heißt,
auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, es muss nicht immer Reglementierung sein. Es muss nicht immer die Kreation von juristischen Formen oder von neuen Formen sein, die dann irgendwie Steward Ownership oder sonst irgendwas verkapseln. Aber was einfach wichtig ist, ist eine öffentliche Anerkennung. Davon hattest du vorhin auch gesprochen, Nicola. Und davon haben die Kollegen letzten Endes alle, die sagen, wir brauchen eine Anerkennung dafür, dass diese Organisationen tun, was sie tun und dass sie nicht nur ökonomisch gesteuert sind, dass sie aber auch eben vielleicht eine unterschiedliche Herangehensweise haben, dass soziale Unternehmen eben hybride Arbeitsweisen haben, wo sie Spendengelder nutzen, aber auch in eine unternehmerische Art und Weise und am Markt Leistungen und Dienste verkaufen, dass andere Organisationen eben einen anderen Zugang haben, dass Organisationen wie die Caritas ein anderes Vorgehen hat, aber auch diese Diversität zu gestalten. Ich glaube, das haben manche Länder geschafft, aber gerade ist auch einfach die Notwendigkeit richtig da, dieses ganze Feld zu unterstützen, weil wir vor Krisen stehen, die eben nur mit diesen neuen Ansätzen, die eben nur mit diesen oder mit diesen neuen alten Ansätzen, die sich auf das Gemeinwohl und Gemeinwohl dann als Gemeinwohl der Personen und des Planeten schützen, gelöst werden können. Ja? Und wenn wir vor Migrationskrisen und klimatischem Wandel stehen, dann sind das die Lösungsträger und waren das die Lösungsträger. Und da sehen wir dann die Kollegen hier alle, die genau das tun. Herzlichen Dank. Reinhard Millner, ich habe noch mal eine Frage, weil wir jetzt mit Herrn Zur auch bei der Digitalisierung waren. Hier im Chat hat jemand gesagt, Open Source ist eine riesige Chance für die Gemeinwohlökonomie, aber ich glaube auch zur Digitalisierung der Verwaltung. Und wir hatten darüber gesprochen, dass man vielleicht Plattformökonomie ganz anders organisieren könnte, wenn das genossenschaftlicher wäre, also sozusagen als Alternative zu großen, doch sehr monopolistischen Plattformen, über die jetzt auch viel gerade debattiert wird. Ist das so ein Bereich, der auch eine Rolle spielt in Ihrer Forschung oder in dem, was allgemein diskutiert wird in diesem Social Entrepreneurship-Umfeld? Ja, puh. Was kann ich da jetzt Sinnvolles drauf sagen? Also zum einen, wir haben diesen eh auch schon erwähnten European Social Enterprise Monitor, haben wir auch quasi die Erhebung dazu für Österreich gemacht. Wir nennen den Austrian Social Enterprise Monitor. Was wir dort, um zu Ihrer Frage zu kommen, interessanterweise gesehen haben, ist im Besonderen bei den jungen Organisationen, jungen Sozialunternehmen, aber letztlich auch, wie der Herr Zur richtig gesagt hat, durch die Pandemie getriggert, auch bei etablierteren Sozialunternehmen, nenne ich das jetzt mal, einen für uns sehr überraschenden hohen Anteil an Nutzung neuerer Technologien. Also das geht bis zu AI-Anwendungen, bis hin zu Apps, die auf Plattformen ansetzen, beruhen und dergleichen. Also wir sehen da sehr viel Experimentieren mit so neueren Technologien. Letztlich auch, um so die Kernfeatures dieser Sozialunternehmen auch umsetzen zu können, wie Integration, Inklusion. Wir haben auch schon gehört, der Gang in regional schwache oder strukturschwächere Regionen, also aus der Stadt hinaus, auch Services und Dienstleistungen für Menschen am Land anzubieten und dergleichen. Also wir sehen einen Technologiesprung und auch experimentieren mit solchen Dingen. Das auf jeden Fall. Ja. Und Ralf Pfister, so in dem, was ich mal gern hören würde, aus der Schweiz, aber vielleicht können wir dann da auch gleich das nochmal ein bisschen breiter fassen. Also wir haben ja gesagt, das sind so, also das ist die, also was die klammert, diese Sozialwirtschaft, Social Entrepreneurship, ist eben der Wille, sowas positiv zu verändern. Aber was sind denn eigentlich die großen Trends? Also wo wollen die jungen oder auch älteren Leute, die Unternehmer, Sozialunternehmerinnen und Unternehmer am stärksten dran? Ist das jetzt der Klimawandel und oder andere Dinge? Also Inklusion, darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Was sind die Ziele, die am meisten ziehen, die am meisten Innovation hervorbringen? Und vielleicht auch noch mal ein Wort dazu, wie stark spielt Technologie, moderne Technologie dabei auch eine Rolle? Oder sind es eben auch einfach nicht technologische, soziale Innovationen, die sich dabei ergeben? Mhm, danke. Also hört man mich noch? Es ist irgendwie recht verzogen bei mir, aber es macht ja nichts. Also
Vielleicht die erste Frage, ich kann es jetzt auch nicht genau im Detail sagen, wo sind die meisten Social Businesses tätig, aber was unser Monitor zeigt, finde ich sehr wertvoll, dass sie eben in allen Wirtschaftsbranchen tätig sind. Also was vorher auch gesagt wurde von Frau Strauch, dass es eben vielleicht irreführend ist, immer das Wort Social, oder? Weil schnell eben das Gesundheitswesen verstanden wird. Und natürlich ist das auch eine wichtige Branche und gleichzeitig sind eben viele Social Entrepreneurs genau eben fürs Klima, für gute Arbeitsplätze und so weiter unterwegs. Also es gibt wirklich eigentlich fast jedes Business auch im Format Social Entrepreneurship. So, das haben wir schon mal herausgefunden. Und ich denke, was schon spannend ist, jetzt zu sehen, wenn wir schauen, was tut sich in der Startup-Welt. Wir haben jetzt eben gerade zum zweiten Mal einen Social Impact Accelerator durchgeführt, weil wir eben sehen, das haben wir auch schon gehört, es ist trotzdem, dass es eben viel Förderangebote in der Schweiz gibt für Startups, gerade für Social Businesses, sehr, sehr schwierig, über die erste Gründung hinwegzukommen, weil sie eben andere Anforderungen haben an Förderangebote. Und wir haben mit diesem Accelerator jetzt einen Test gemacht, was könnte man ihnen dann geben, dass sie Hilfe kriegen. Und dort sehen wir schon, dass es eben gerade die Verbindung zwischen technologischer Innovation und sozialer Innovation, dass in dieser Verbindung eine große Stärke liegt, oder? Weil wenn man eben sagt, viele gesellschaftliche Herausforderungen brauchen eben auch eine Verhaltensänderung oder zum Beispiel Food-Waste-Verminderung und so weiter, dann ist das irgendwie vielleicht mehr die Dimension von Social Innovation und die kann aber eben sehr stark schnell umgesetzt werden mit technologischer Innovation. Also ich meine jetzt nicht irgendwie mega große disruptive irgendwie Innovationen, aber zum Beispiel eben mit einer App, irgendwie Too Good To Go gibt es bei uns, wo man eben bei Restaurants irgendwie Menüs abholen kann, die sonst eben weggeworfen werden. Und dort ist eben irgendwie die Verzahnung zwischen digitaler Innovation und Social Innovation, glaube ich, hat ein riesiges Potenzial. So, vielleicht. Ja, herzlichen Dank. Und Frau Strauch-Leutner, da möchte ich Sie noch mal fragen, weil Sie jetzt ja diese Strategie ausarbeiten und das Bundeswirtschaftsministerium ja auch den Jahreswirtschaftsbericht erweitert hat, um einen Wohlfahrtsbegriff, der jetzt über das Wirtschaftswachstum hinausgeht. Wollen Sie da auch was machen? Oder weil wir jetzt gesagt haben, Impact ist ja so ein bisschen unklarer, wenn man sagt, das Ziel ist eigentlich soziale, gesellschaftliche Probleme zu lösen, würde man ja jetzt nicht in erster Linie messen, wie schnell wächst das Unternehmen. Oder vielleicht auch noch nicht mal, wie viele Arbeitsplätze bringt es hervor, oder man würde das qualifizieren, welche Art von Arbeitsplätzen. Denken Sie über so ein Monitoring jetzt auch nach? Also Wirkungsmessung wird also bei uns, also und Wirkungsorientierung ein ganz wichtiger Punkt auch in der Strategie sein, da es ja verschiedene Methoden auch gibt. Und wir versuchen, das war jetzt auch in dem Workshop gerade ein Thema, den wir letzte Woche hatten, eben zu gucken, wer was eigentlich misst, damit man aber auf der anderen Seite aber auch jetzt die Betriebe nicht überfordert, ob das jetzt eine Gemeinwohlbilanz ist oder einfach nur entsprechende buchhalterische oder betriebswirtschaftliche Ausführungen, die man auch durchaus hat, oder die Fineo-Wirkungstreppe. Es gibt vielerlei Ansätze und wir wollen versuchen, für jede Situation, für jede Phase im Unternehmen eine Möglichkeit zu finden, Wirkung sichtbar zu machen, ohne sie zwingend auch direkt messen zu müssen. Da, wo es möglich ist, wollen wir das machen. Und das ist so der Diskussionsstand jetzt. Aber ich habe auch gesehen, mein Kollege Christoph Menzel, der eben für den Jahreswirtschaftsbericht und genau das von Ihnen angesprochene Thema zuständig ist, vielleicht mag und darf er da noch was zu sagen zu der Wohlfahrtsindikatorik, die er da in dem Bereich auch zu verantworten hat, um es mal so auszudrücken, wenn das für Sie in Ordnung ist. Das ist für mich in Ordnung, aber ich sehe ihn gerade gar nicht. Will er denn was sagen? Hallo Christoph. Ja, grüß dich. Und hallo in die Runde. Ich versuche noch mein Video zum Laufen zu bekommen. Das bin ich noch nicht sicher, ob das funktioniert, aber ich kann gerne schon mal sozusagen da einspringen. Und ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Genau, also diese Thematik sozusagen der Wohlfahrtsbetrachtung, insbesondere in der wirtschaftspolitischen,
Agenda auch, haben wir ja im letzten Jahreswirtschaftsbericht schon erstmalig aufgenommen und ein eigenes Kapitel mit ausgewählten Wohlfahrtsindikatoren veröffentlicht, was auch in der Presse und insgesamt in der Öffentlichkeit eine recht große Resonanz erzeugt hat und so ein bisschen Gegengewicht zu dem zu der Jahresprojektion, also zu dem rein ökonomischen, reinen Wachstumsbetrachtung in dem Bericht eben gesetzt hat. Und wir sind aktuell tatsächlich dabei, für den nächsten Jahreswirtschaftsbericht auch wieder eine Indikatorik zu entwickeln, eine etwas fortentwickelte mit einigen neuen Aspekten. Und natürlich können wir sozusagen, es gibt ja bestehende, hinreichend viele bestehende Indikatorensätze über die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die von der OECD, den Better Life Index und die SDGs und die Expertenkommission, die Enquete-Kommission der Bundesregierung. Also es gibt sozusagen keinen Mangel an Indikatoren, aber wir haben sozusagen das Framing nochmal sozusagen etwas verändert und das eben jetzt in einen Wirtschaftsbericht der Bundesregierung sozusagen explizit als weiteren Bereich, als weiteres Thema mit aufgenommen. Und es sind eben verschiedene Bereiche, die dort dann auch beleuchtet werden, also Nachhaltigkeitsaspekte, ökologische Nachhaltigkeitsaspekte, soziale Themen wie intergenerationale Einkommens- und Bildungsmobilität. Es sind Fragen der Armut, ne, die Armutssituation, Daseinsvorsorge. Also es sind viele Aspekte, es lohnt sich ein Blick. Auch in den nächsten Jahreswirtschaftsbericht sind viele Aspekte, die sozusagen Wohlfahrt im weitesten Sinne betreffen und auch sozusagen ökologische Grenzen betrachten, die in dem Bericht enthalten sind. Und wie gesagt, das ist einer von vielen. Es gibt ja von jedem Ressort eigene Nachhaltigkeits- und Tragfähigkeitsberichte, die da veröffentlicht werden. Aber das ist sozusagen in einem Flaggschiffbericht, in dem Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung sozusagen ein neues Thema, ein neuer Bereich, der dort beleuchtet wird und den wir auch weiterhin verfolgen werden. Soweit an der Stelle von mir. Super. Vielen Dank. Super, herzlichen Dank. Christoph, wir sind eigentlich am Ende, aber zwei kleine Interventionen wünsche ich mir nochmal, bevor wir aufhören. Reinhard Milner, nachdem ich jetzt so eine spezifische Tech-Frage gestellt habe, vielleicht einfach nochmal so einen Blick aus Österreich, aus Ihrer Sicht. Was ist denn sind die wichtigsten Stellschrauben, um Social Entrepreneurship, sozial gemeinwohlorientierte Wirtschaft jetzt nach vorne zu bringen? In Österreich, aber vielleicht auch so in diesem europäischen Kontext, denn es wird ja da viel auch international zusammengearbeitet wird. Ja, also ich denke mal, auf so einer grundsätzlichen Ebene wäre eine stärkere Diskussion, und das passiert jetzt auch schon in Ansätzen, aber das noch weiter voranzutreiben, also den Innovationsbegriff als solches breiter zu diskutieren, als nur über rein technische oder technologische Definitionszugänge. Also auch das Thema soziale Innovationen, gesellschaftliche Innovationen, Begleitinnovationen zu technischen Innovationen, die auch das Zusammenleben die in der Gesellschaft ein Stück weit mit abfangen und steuern. Das ist wichtig. Warum? Weil es letztlich dann auch in den unterschiedlichen Aktivitäten der Regierungen, des Staates, der Förderungen etc. seinen Widerhall finden muss. Also der Zugang zu unternehmerische oder Innovationsförderung muss einfach breiter sein und letztlich daher auch das Thema soziale Innovationen, wo eben Social Entrepreneurship eine der Treiberinnen oder der Proponentinnen ist als Konzept, das auch besser zugänglich zu machen. Das wäre, glaube ich, so eine große Diskussion. Das passiert auch in Deutschland und ist letztlich auch eines der Backbones dessen, was Frau Strauch-Leutner da auch berichtet. Also das wäre wichtig, um das weiter voranzutreiben. Privates Risikokapital ist ein Thema, mag mich da gar nicht aufgrund der Zeit zu sehr vertiefen, aber auch hier etwas zu tun. Und so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, eben sehr viel stärker auf Kooperation zwischen etablierten Akteuren im gemeinwohlorientierten oder sozial Bereich zu setzen mit den Jüngeren. Das hielt ich für ganz wichtig. Warum? Weil es auch Zugang zum Feld und zu Zielgruppen gibt und damit auch die Möglichkeit gibt, Innovationen auch weiter zu erproben und weiterzuentwickeln. Das wären so
meine drei schnellen Antworten. Super. Und dann nehme ich auch noch schnelle Antworten auf von erst vielleicht Herr Zur und dann das Abschlusswort kriegt dann Rahel Pfister. Sie haben jetzt Gelegenheit, aus Magdeburg einzuwerfen, was Sie sich besonders wünschen aus Ihrer Perspektive von der Strategie, die da gerade erarbeitet wird. Herr Zur. Ich bleibe dabei, das Wichtigste ist gerade im Sozialbereich den Menschen. Wir sollten immer darauf achten, den Menschen, die Person mitzunehmen. Wir haben nun mal eine sehr heterogene Mitarbeiterschaft, eine sehr heterogene Gesellschaft. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, diesen riesen Blumenstrauß an Menschen, an Personen, die wir haben, in der Strategie, in diese Vielfältigkeit mit einzubeziehen. Es passiert immer ganz schnell eine Standardisierung, man macht das und das und damit ist es gegessen. Nein, wir haben den jungen Menschen, wir haben die älteren Menschen. Bleibe ich nochmal beim Thema Digitalisierung. Ich muss den älteren Menschen auch mitnehmen und ich bin also ein großer Verfechter der Digitalisierungsbotschaft, den Menschen einfach auch positiv das Thema Digitalisierung rüberzubringen, weil wir brauchen jeden Mitarbeiter, aber auch wir brauchen jeden Mitarbeiter, der das dann annimmt und dann auch umsetzt. Und die Strategien, die ja akademisch am grünen Tisch gemacht werden, bitte nicht den Menschen vergessen vor Ort. Und da müssen wir ja Marketing fast oder unsere Strategien so darstellen, dass wir sie auch gut verkaufen können und dass sie ankommen. Und ich glaube, da ist unheimlich viel Ressource noch notwendig. Und das kostet natürlich wieder Geld, das weiß ich. Aber da ist es wirklich wichtig, auch das Geld einzusetzen. Und dann können wir auch die teilweise ja Paradigmen wechseln im Wirtschaftsverständnis und in der Sozialwirtschaft auch mit annehmen. Also das wäre für mich ganz wichtig, Personal, 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 Mitarbeiter, Management. Und wie man sie bindet, das ist ja ohnehin ein großes Thema gerade. Aber Sie hatten ja auch den positiven Ausblick, dass Leute sich vielleicht heute mehr als früher, wie Sie es wahrnehmen, von sinnstiftigen Tätigkeiten anlocken lassen. Ja. Rahel, wie sieht es aus in der Schweiz, in diesem ganzen Gefüge, was die Europäische Union macht, was die OECD macht, was ILO macht? Wo sind die, du hast genickt bei privatem Risikokapital, aber was wünschst du dir? Wo soll die Reise hingehen in der Schweiz? Also was ich mir am meisten wünsche, und das ist auch schon zur Sprache gekommen, ist eben diese Sichtbarkeit, diese Wertschätzung, das Wissen darum, was eben all diese Organisationen beitragen. Vielleicht ist es am Schluss gefasst im Begriff Awareness überhaupt darüber, oder? Und ich glaube, das ist gerade für die Schweiz sehr wichtig. Da wird vielleicht gestaunt, wenn ich das sage, aber ich bin der Meinung, wenn ich vergleiche, was auf europäischer Ebene läuft, sind wir jetzt in diesem Bereich in der Schweiz noch ziemlich weit hinten an. Es gibt nichts im Vergleich zu einer irgendwie nationalen Strategie oder so etwas, oder? Sondern ich bin dankbar, wenn ich überhaupt den Begriff erklären darf in verschiedenen Vorträgen. So. Wir merken das auch zum Beispiel bei unserer Tätigkeit, ist vielleicht ein bisschen frech zu sagen, aber also zum Beispiel, wenn wir Geld suchen, um überhaupt diesen Monitor zu machen, dann sind es ganz wenige, die uns dafür unterstützen. Wir machen das alles irgendwie in Eigenleistung. Also ich glaube, es geht wirklich darum, nicht nur jetzt für uns als Meta-Organisation, sondern eben auch alle diese vielen Social Entrepreneurs, die tagtäglich sich total ins Zeug legen, um einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu haben, dass die einfach gesehen werden und ernst genommen werden und irgendwie genauso wichtig sind wie eben, jetzt sage ich mal, herkömmliche Unternehmen. Das wünsche ich mir so für die Schweiz. Genau, da haben wir jetzt eine wichtige und starke Botschaft hinausgesendet in die Welt. Und Nathalie, ihr habt einen Auftrag, das auch voranzubringen. Ich habe viel gelernt. Wir hatten nicht immer die beste Technik, aber vielleicht können das Sozialunternehmen demnächst regeln. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Vielen Dank auch für die tollen Beiträge aus dem Publikum. Nathalie, Herr Zur, Herr Milner, Frau Strauch-Leutner und Rahel Pfister und auch Christoph Menzel von der sozusagen Seitenlinie. Herzlichen Dank und noch einen schönen Nachmittag.
Und wenn ich das auch noch ein bisschen kleiner Werbeblock, wir haben tatsächlich, wir versuchen das normalerweise nicht zu machen, aber weil wir heute den OECD Economic Outlook vorgestellt haben, haben wir gleich noch eine Veranstaltung, die in den Kern der Nicht-Sozialökonomie geht, nämlich wir gucken uns da Wachstum und Konjunktur an. Das muss ja irgendwie auch noch sein, um 16.30 Uhr, falls jemand noch mal Lust hat, dazu zu kommen. Also, alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung, das spannende Gespräch. Bleiben Sie alle gesund. Ja, gleichfalls. Ja.